Da waren wir. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Also die Wege führen alle. Oder kommen alle wieder an demselben Gang raus. Ich will auch die ganze Zeit die Pistole nachladen, aber scheinbar muss man gar nicht nachladen. Das ist nur ein Fass. Was ist denn das hier überhaupt? Sieht aus wie eine Art Serverraum oder sowas. Da ist niemand mehr. Ich höre noch irgendwo jemanden. Hier nicht. Hier hinter. Oder nicht? Hier. Aha. Ein geheimer Ort. Was habe ich hier? Gerade einen Rucksack voll mit. Ah, okay. Ah, okay. Ah, gut. Die. Nee, ich dachte gerade Munitionsvorrat, aber eben konnten wir doch nur 200 tragen. Jetzt kann ich. Bis 265. Irgendeinen Rucksack haben wir gerade eingesammelt. Gut, muss ich mir merken, wo solche Dinger sind. Eventuell ist ein Secret dahinter. Schrotflintenmunition. 315 Schuss. Das schafft doch schon ein bisschen was. Wie viel können wir denn jetzt mitnehmen? 320. 325. So, wo war ich jetzt noch nicht? Hier? Ne, hier war ich schon. Hier liegt aber noch Munition. Ne, doch nicht. 335. 345. Uah. Ja, Hilfe. Gott, geht weg. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus von der Pistole. Da ist noch was. 377. Waren hier noch irgendwo so Dinge an den Wänden? Was auf ein Secret hindeutet? Nein, scheinbar nicht. Und hier scheint sonst auch nichts mehr zu sein. Hier kommen wir jetzt wieder hier an, ja. Gut, der Gang wäre, glaube ich, dann erledigt. Von da kommen wir, da waren wir schon. Dann geht's hier weiter. Au, 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 Hilfe, aua, Hilfe. Das ist echt gewöhnungsbedürftig, dass man nicht hoch und runter zielen kann und dass man das alles dem Auto-Aim überlassen muss. Die Pistole hat aber scheinbar echt unendlich Munition. Was ist hier? Uah! Fuck, geh weg, geh weg! Uah, was ist denn? Hä? Ach so, ein Fahrstuhl. Aua, au, au, au. Hä? Steht der Typ jetzt da drauf? Nee, so jetzt und runter. Ha, geht doch. Das so sieht aus wie ein Schalter. Oh, da oben ist eine Kettensäge. Okay, auf den Schalter schießen nützt nichts. Nützt auf das Fass schießen irgendwas? Auch nicht. Okay, wir müssen irgendwie noch nach da draußen kommen. Die Frage ist nur, wie. Gift, okay. Ja, ist das jetzt der richtige Weg hier? Dann würde ich ja nochmal eben zurückgehen. Wir haben doch hier irgendwo noch was. Oder nicht? War hier nicht noch irgendwo ein Gang, wo... Hier, war, da war ich noch nicht. Und da hinten war auch noch ein Fahrstuhl. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ach so, hier ist Munition, okay. So, und dasselbe hatten wir hier. Dann ist hier bestimmt auch eine Munition. Schrotflinte, okay. Hätte ich dann auch gleich mitnehmen können. Aber man denkt ja immer, da geht es dann noch irgendwie. Wer weiß wohin. So. Die kleinen blinkenden Fläschchen mitnehmen. Ist hier. Oh. Tada, Secret Place. Ich kann den Gegner leider nicht sehen, weil meine Waffe davor ist. Okay, der ist tot. Da sind auch noch mehr. Oh Gott, da sind noch jede Menge mehr.
Nummer 1. Und Nummer 2. Da unten sind auch noch welche. Ich glaube, da kommen wir aber eh noch hin. Ist hier auch was? Nein. Hier ist nämlich ein Fahrstuhl. Dann führt uns der bestimmt da unten hin. Quick Save, yes. Uah, fuck. Shit. Das war fies. So, auf nach unten. Hier sind alle tot. Wie kommen wir denn da drüben noch hin? Da kann man doch bestimmt auch hin, oder nicht? Also da oben, wo ich jetzt nicht hinzielen kann. Verarztung. Aha, aha. Zwei Gänge zur Auswahl. Führen die beide... Ja, die führen beide zum selben. Na gut. Ja, ganz viele Leute. Da ist der Exit, wenn ich das richtig sehe. Ich mag die Geräusche, die die Leute machen. Alles tot, alles tot. So, wo ist jetzt die Kettensäge? Kettensäge, Kettensäge. Da unten ist Exit. Dann sind wir da ja falsch. Da will ich ja nicht hin. Ich will ja zur Kettensäge. Aber wo ist die? Wie kommen wir da hin? Ist hier noch irgendwas? Kann ich hier irgendwas öffnen? Ich fahre nochmal wieder zurück, beziehungsweise gehe nochmal wieder zurück. Also hier war nichts. Hier vielleicht? Nein. Muss ich mir die Wände nochmal eben genau angucken. Ja, hier können wir das sehen, aber wie kommen wir da hin? Nein, das mit dem Schalter, das bringt nichts. Wenn das denn überhaupt ein Schalter ist, vermute ich einfach mal. Hier, hier, nein. Wie kommen wir da hin? Ich habe bestimmt da in diesem komischen Raum irgendwas übersehen. Oder hier. Uah, aua. Ja gut, hier ist dieser Schalter. Den haben wir schon betätigt. Der hat den Raum da hinten geöffnet. Oh Mann, jetzt soll ich das hier absuchen. Nach vielleicht irgendeinem Geheimgang. Das sieht alles nicht nach Geheimgang aus. Da waren wir schon. Ich meine, hinter jeder von diesen komischen Klappen oder Bildschirmen könnte irgendwas sein, aber ich kann das doch jetzt nicht alles hier an den Wänden langlaufen und rumprobieren. Hier vielleicht? Nö. Diese Gänge, die Sackgassen sind, da könnte doch irgendwas sein. Kann ich hier was machen? Nein, nein. Bei der Lampe auch nicht. Mann, ich will diese Kettensäge jetzt haben. Wahrscheinlich kriegen wir die sonst nie wieder, wenn ich sie hier jetzt nicht mitnehme. Das kann doch nicht sein. Hier vielleicht bei dieser Säule. Was ist denn das für eine Säule? Da ist nichts. Hier? Nein. Hier ist nur die Rüstung. Hier war, was ist das? Aha. Aha. Rucksack voll mit Munition. Hier haben wir einen Schalter. So, jetzt ist aber die Frage, was hat er gemacht? Ja. Was hat der Schalter gemacht? Jetzt würde ich mir irgendwie so eine kleine Zwischensequenz wünschen, wo gezeigt wird, wo denn eine Tür geöffnet wurde oder was auch immer. Jetzt muss ich wieder alles absuchen, ob irgendwo. Aua! Shit, wo kommt die denn jetzt her? Hab hier etwa was geöffnet? Die waren doch eben nicht da.
Nee, hier komme ich nicht raus. Hier ist aber nichts. Nö. Keine Schalter zu drücken. Hier. Ah, haha, hier. Aua. Ich sollte mehr aufpassen, wo ich hinlaufe. Ah, stirb doch. So. Was ist das da? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Blaues, was vor sich hin flimmert. Kann der Teleporter sein? Erstmal gucken, was hier noch so ist. Rüstung. Oh. Aha. Cool. Auf jeden Fall eine Minigun. Achso, das war nur HP. Gut, jetzt haben wir eine Minigun, aber immer noch keine Kettensäge. Dann war das scheinbar der falsche Knopf. Hier? Nein. Wo war denn der Knopf jetzt überhaupt da? Dahinter. Okay. Ja, wo ist der Schalter, der zur Kettensäge führt? Ich vermute mal, das muss hier irgendwo sein. Nee, das war die andere Tür. Ich denke immer, es kommt jemand, weil ich Schritte höre, aber es sind meine eigenen. Ich weiß auch nicht, hier an den... Huch, was war das für ein... Oder ist das das Wasser? Es könnte natürlich auch sein, hier in dem Wasser, dass da irgendwo sich die Wand öffnen lässt. Ist zufällig hier hinter was von dem Dingens verdeckt? Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ich kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit unter diesem Secret hinterher suchen. Ich meine, hier diese Wand sieht ja auch so ein bisschen anders aus, aber da tut sich nichts. Und hier war ich doch schon. Oder geht's hier noch weiter? Nein. Ich meine, da hinten, aber auf die andere Seite kommt man ja scheinbar nicht. Hier öffnet sich nichts. Und hier war ja sonst auch nichts. Das hatte ich probiert, das hatte ich probiert. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann, ja, würde ich sagen, müssen wir die Kettensäge wohl oder übel zurücklassen. Ich hoffe einfach mal, dass man die noch an anderer Stelle vielleicht irgendwo bekommen kann. Hier ist ein Schalter. Ja, das war's. 100% Kills auf jeden Fall. Und zwei Secrets, ja gut. Die Kettensäge war halt wie gesagt noch da. Die Frage ist nur, an welcher Stelle? 18 Minuten, okay. Sie sind hier, was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Achso, der Levelname stand auch gerade, ich habe ihn aber nicht gelesen. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. Und dann testen wir doch mal die Minigun. Moment, erstmal ist hier ein Secret direkt. Nö. Ausgezeichnet. Damit lässt sich doch schon was anfangen. Wow, was ist denn das? Ja, ein komisches Viech. Und scheinbar verwendet die auch... Wow, ich seh dich. Wow, unsichtbare Viecher. Shit. Scheinbar benutzt die auch dieselbe Munition wie die Pistole. Sehr schön. Metzeln. Achso, hier ist gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, metzeln wir mal alles nieder, aber das war es auch schon. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Ich denke mal, hier kann man sterben, wenn man da reinfällt. Da ist eine Tür und da brauchen wir irgendeine Zugangskarte, die blau ist. A blue key to open this door, ja, genau.